Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Catlab Cops. Ja, der Dünger ist fast alle. Wird jetzt zum Genossenschaft fahren und nachkaufen. Da klappen wir erstmal eine Maschine ein. Mit X. So, eine klappt. Dann machen wir uns auf den Weg. Wenn man das Dünger ist, erstmal Lenkung ausschalten. Dann machen wir die Striche weg. Das keine Taste dafür. Gibt es garantiert irgendwo, aber aktuell wusste ich nicht wo. Ach, die Sonne kommt raus, wie schön. So. Gestern war hier im Spiel so ein sauberer Regen, ne? Macht ja auch Schwierigkeiten beim Fahren, ne? Die Räder haben durchgedreht und so, also so ungünstig ist immer so unserem Fahren. Gerutscht beim Bremsen. Also vom Wetter her ist es besser, ist trocken. Hier rechts kommt schon die ersten Keimlinge raus, ne? Also es keimt schon mal ein bisschen. Da an einer Stelle war es so feucht, war sicherlich verrutscht. Ja, gut. Ich sag mal, wird genügen müssen. Also ist ja. Vielleicht kommt da noch ein Raps zum nächsten Aussaat. Also hier ist der Lohner. Und dann werde ich einen Raps im Herbst auch sehen. Ne? Links ist frei. Jo. Über die Brücke rüber, ne? Klärwerk ist links. da überlege ich, Mensch, Klärwerk. Aber wie gesagt, zum Testen ist es auch ungünstig. Also ich brauche ja für Gülle brauche ich, oder für Gülle brauche ich für Gülle, für Gärreste und fürs Klärwerk, für Klärschlamm eigentlich. Dazu bräuchte ich ein Güllefass mit so einem Schlauch, so einem Anhängen, ne? So ein Schleppschlauch, wie das Ding heißt hier, ne? Tja, und das ganze Spaß würde 150.000 Euro kosten. Nichts für arme Bauern, ne? Wann irgendwann würde ich es gern nutzen wollen. Eine Möglichkeit. Denken wir, weil das ein bisschen billiger ist. Gärrest auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie das handhabt. Ob ich mir den Mais muss ich so das BGH fahren, das ist ja schon mal klar. Und die BGH, dann muss ich dann auch alles einfüllen in diesen Trichter. Das, jeden Tag, ne? Nun weiß ich nicht, wie viel man rausbekommt von den Feldern. Mengenmäßig, das weiß ich nicht. Müsste man testen. Ob da zwei Felder Mais genügen würden, ne? Das wäre schon mal ein Anfang. Aber wie gesagt, ich brauche einen Traktor mit Schaufel vorne. Auf jeden Fall. Das wäre eine Grundvoraussetzung, ne? Kann der Fan wieder nicht, glaube ich nicht, dass er kann. Da sind wir. Beim Wechsel braucht er ein bisschen, bis er das hinkriegt, ne? Das ist Corn King. Wir brauchen aber Dünger, ne? Ein Weiterfahren. So. Ne, das war Anne. Bremsen. Mal gucken, was kriegen, ne? Achso, mit Dünger. Dünger 15. Da brauchen wir. Der kostet der 1000 Liter 405, Entschuldigung. Und wir brauchen. Ja, wir machen voll, das ist auch nichts. 1000, 624 Euro. Naja, gut. Wie gesagt, Dünger ist noch preiswerter. Ein Saatgut wäre echt teuer, ne? Aber ohne Dünger hat man auch keinen Sinn. In Anführungszeichen.
Weil dann wollen wir am Ende weniger ernten und dann wird uns auch wieder ärgern, ne? Bisschen Brocken habe ich ja noch im Lager, kann man verkaufen. Nicht viel, aber könnte man auch noch mal zweieinhalb werden ungefähr. Denn ich brauche ja Geld für den Drescher und Schneidwerk, ne? Das brauche ich auf jeden Fall. Steinplatzwagen, ja, kann man auch nehmen. Ja, jeder Kauf erhöht das Ansehen bei der Genossenschaft. Es könnte sein, dass man hier und da, wenn man ein Feld kaufen will, Ansehen braucht. Ich weiß, ein Feld am Hof, war den mal anfangs probiert. Ne, denkt mal, fängt mal an hier, ne? So, Szenario, also ohne Szenario. Ne, bin ja Profi, brauche kein Szenario, ne? Ja, ist nicht. Das heißt, gewisse Felder musst du Ansehen vorweisen. Beziehungsweise XP. Ja, du kriegst am besten XP beim Szenario. So. Da angefangen. Hier kriegst du auch XP. Mal gucken. Hier oben die Meldung. Jede XP-Meldung kriegst du ja immer dazu, ne? Das summiert sich ja. Weiß zwar nicht genau, was. Ach so, für 0 Hektar gesehen. Ach so, okay. Was war jetzt hier? Gegruppert. Aha. 53. Gedüngt. Und so summiert sich das am Ende. Und dann kann man Felder kaufen. Bestimmte Felder, da braucht man wiederum Ansehen. Beispiel Hafen. Das weiß ich mal, ein Feld machen, war mal so gewesen. Genossenschaft weiß ich noch nicht, aber man konnte mal ansehen, wenn man was kauft. Ne? Ist ja logisch. Oder was er kaufen kann an Dünger und so oder an Saatgut oder an. Das weiß ich nicht. Hier hat man Platz. Ich meine, muss sagen, hier die Fahrzeuge, die halten alle. Fahren rechts rüber, ne? Ich meine, gut, wenn ich so ein Gerät fahren würde, real leben, kommt so einer entgegen und die Straße ist eng, dann mache ich auch Platz, ne? Ich habe mir gerade heute ein bisschen die Preise angeschaut für ein neues Auto. Ja, dann würde ich auch Platz machen, ne? Mit einem neuen Auto, ne? Wenn ich es mir leisten kann. Oh je. Aber es ist nur Gedankenspiele. Ich brauche eine Weile, um mich irgendwann zu entscheiden. Ne? Das habe ich mal in groben Zügen mir das angeguckt. Ja, Neuwagenpreis 40.000. Ne? Hat auch noch nicht viel drin, also doch einiges schon, ja, aber noch nicht sehr viel. Muss ich ja mal sehen. Bisschen noch sparen. Bisschen. Klein bisschen. Einige tausend bis Ende des Jahres. Na ja. Dann ist vielleicht machbar, ne? Ja, ist halt so, ne? Ja, mal schauen. Ich sag mal so, mal schauen. Lust und Laune habe, wenn wir zum Auto ausfahren, mal da mal sprechen. Also, vielleicht haben die auch andere Preise als hier im Internet, ne? Das kann ja auch sein. Dass man da ein, zwei Prozent noch einsparen könnte. Hier ist der Lohner. Immer später. Ja. Weiß nicht, ich kann nur sehen, zurzeit Angestellte, Festangestellte, ne? Muss ich mal schauen. Versuche es immer wert, ne, irgendwann, ne? Muss ja irgendwann mal bei Mais, ja gut, Mais, da brauchst du eine Satteinheit. Gut, kann man sie ausleihen, ne? 2 Tage. Ja, ich bin immer gerne Ausland und so eine Sache, ne? Kostet ja mal extra.
Anführungszeichen, ja. Wenn das Geld nicht reichen würde, würde ich jetzt sagen, okay, man könnte ja auch theoretisch lieber ein Feld kaufen, ne, dafür mehr ernten. Und am Ende hast du so ausklappen. Auch nochmal läuft, auch nochmal läuft. Ich dachte schon wieder vergessen. Das ist mir auch schon passiert, mehrere Male jetzt schon, wo ich das Prinzip rede und rede und dann, oh jo, schön. Egal, ist halt so. So, ausgeklappt ist. Wenn wir gleich Kontrolle machen, wieder, wie ob da an ist. Scheint an zu sein. Aber ich mach's nochmal extra. Das könnte ja sein, normalerweise, wenn er fährt, ist er eigentlich aus, ne? Die Menge lassen wir so. Körpertiefe. Da brauchen wir wieder einstellen. Das kann man auch sehen, dass die Scheiben jetzt, wenn man nicht drauf guckt, dass die runtergehen, ne? Wo betieft das eigentlich ist, kann man nicht erkennen, ne? Kann nur erkennen, dass runtergeht, ne? Also die Scheibenprinzip, mal strecken, dass die Prinzip hier vorher da oben waren, Höhe der Reifen, und jetzt sind sie halt unterhalb der Reifen. So, und das ist ja, und dahinter sind die Ecken zum Lockern, ne? Da hat mir, also mir, halt mal ein Video angeschaut von Bauer Hannes YouTube. Der hat das gezeigt, diese Teile, die sind zum Aufschrauben. Die nutzen ab mit der Zeit, ne? Ja, normal, ne? Aber die Scheiben auch. Die werden kleiner. Klar, je härter der Boden, je steiniger, umso schneller geht das, ne? Bei mir zu Hause sind gibt's sogenannte Feldsteine. Das sind Überbleibsel aus der Eiszeit. So, mal ganz kurz abbremsen, wenn wir zurückfahren. Aus der Eiszeit. Da müssten die eigentlich immer im Frühling, bevor die, also nach dem Frost, die Steine absammeln. Das haben früher die Frauen gemacht. Weil, nicht weil, aber das haben die Frauen halt gemacht. Ein Mann hat einen Traktor gefahren. Ich meine, gut, Traktor fuhr im Standgas ganz gemütlich, dann ist er mit ausgestiegen. Und hat die größten Steine hochgenommen. Weil ich das hier halt mal gesehen habe. Ansonsten haben die kleinen Steine an die Frauen aufgesammelt, ne? Das war so ein kleiner Anhänger, nicht so hoch wie man heute so kennt, sondern so ein ganz kleiner, flacher und ganz, ganz kleinen Traktor. Und dann sind die übers Feld gefahren und so eine Arbeit von 10, 15 Meter haben die abgesammelt, ne? Jo. Das haben die so gemacht nebenbei. Da muss man fast jedes Jahr bei, wenn es im Winter starken Frost war, hat der Frost die Steine aus der Erde hochgedrückt. Und die muss man hier wegnehmen, nicht wegen der Aussaat, das war nicht ein Problem, wegen der Drescher, ne? Wenn die recht tief angesetzt haben über der Erde, dann wird zum Schneidwerk Stein kommt nicht klar, geht kaputt. Deswegen haben sie abgesammelt. Das, einige Felder haben recht viele Steine gehabt, andere wiederum weniger, aber wie gesagt, das sind Bereiche, wo die Eiszeit entsprechend von der Gletscher das Wasser abgeflossen ist, ne? Das ist ein Urstromtal. Da war der Gletscher, da sind ja die sogenannten Torfwiesen. Das ist alles recht feucht. Moor, Torf und so. Trockengelegt halt, ne? Und so, Vollgas, Junge, Vollgas. Tja, die Spur, na gut, fahren wir in eine andere Richtung zurück.
Ja, und Trockenlicht, wenn man drüber geht, das ist wie gefedert, kann man sagen. Ne? Das ist weich. Wenn es nicht trockengelegt worden wäre, könnte man da sogar theoretisch im Moor einsacken. Ne? Wenn man das feucht hätte. Also im Prinzip, da haben sie überall Gräben gegraben und das ist recht trocken. Ist auch recht fest befahrbar. Aber wie gesagt, das ist richtig schwarzer Boden. Torf halt, ne? Da haben sie früher Torf gestochen. Per Hand. Und meine Mutter, meine Großeltern haben damals noch mit Torf geheizt. Das war normal, ne? Gängiges Mittel zum Heizen. Klar, auch mit Holz, aber halt auch mit Torf, ne? Kostprinzip oder so, ne? Das haben sie sich, glaube ich, alleine rausgeholt irgendwie. Keine Ahnung. Also mühevolle Arbeit, muss ich sagen. Da gab es in der Mitte so einen Trampelpfad. Und rechts und links haben sie dann mit so einem tiefen Spaten rausgeholt. Und da war man zu sagen, da war es noch richtig nass. Der Graben war damals auch nicht so tief. Wo ich das erste Mal das gesehen habe, so als Kind, da stand Wasser drin. Ne? Und ein paar Jahre später haben sie die Gräben alle vertieft, tiefer ausgegraben. Da war es ja recht trocken. Also man soll trotzdem nicht reingehen, weil es recht schlammig war. Ne? Also da war man gut und locker auch ertrinken können. Also, ne? Und hat man gewarnt, geht da nicht rein, ist gefährlich. Ja, haben wir auch nicht gemacht, ne? Aber all die Trampelpfade war uns sehr interessant, ne? Das war ja hochinteressant. Abenteuer, ne? Gut, da hat keinen gestört weiter, ne? Natur halt, ne? Kennen sie heute gar nicht mehr, ne? Oh, geh bloß nicht dahinter, das ist Natur. Da sind Zecken und so ein Zeug, ne? Das hat uns früher nicht gestört, ne? Auch einige Streiche gespielt. Höhlen bauen, Holz haben wir gebraucht. Ja. Na gut, früher haben sie auch viel weggeworfen, als illegale Mülldeponie, kann man sagen, teilweise genutzt. Ne? Ja. Haben wir rausgesucht, brauchen konnten, ne? Zum Arbeiten an der Höhle. Bretter und all möglichen Zeug, was da so rumgehört, ne? So, geht ihr auch Dünger weg, ja. Das wollte ich eigentlich kontrollieren, weil so eine Aktion meistens aufpassen, ne? Wechsel und nachher geht's nicht, ne? Deswegen habe ich geguckt, anfangen, ob das entsprechend da funktioniert. So, Zuschauer, ich sehe schon mal, die Zeit ist abgelaufen. Oder die Zeit ist rum, nochmal so, die optimale Zeit. Ja, liebe Schauer, das soll schon auch schon heute gewesen sein. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Kettle und Kopf. Und dann machen wir hier den Rest. Erstmal. Und dann sehen wir weiter, ob das andere Feld mal ein bisschen anders machen. Ne? Mit Vorgewende oder Nachgewende. Tschüss. Ciao. Ja, ich weiß, hier mal wieder. Tschüss. Bis dann und ciao.